Es geht direkt deep los. Das ist die Frage ist hier nicht, was meine Lieblingsfarbe ist, sondern. Hallihallöchen, ihr Lieben, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und du darfst dich freuen, denn es gibt endlich wieder ein Q&A. Wir haben die Fragen zusammengesammelt, die ihr immer mal wieder über Instagram oder unter den Videos an mich richtet und die ein oder andere versuche ich heute nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Aber bevor es damit losgeht, habe ich noch eine coole Neuigkeit für dich. Der VHK, der ja mit uns hier die Videos produziert, der hat eine soziale Suchmaschine an den Start gebracht, die sich Such hier nennt. Die Suche mit Herz, es funktioniert wie jede andere Suchmaschine auch, hat aber einen entscheidenden Unterschied und zwar werden mit deinen Klicks soziale Projekte unterstützt. Wir verlinken dir die Suchmaschine hier unter diesem Video und du kannst dich super gerne einfach mal erkundigen und ganz leicht Gutes tun. Okidoki, wir legen los. Ich habe die Fragen hier im Becher, so als kleine Papierschnipsel und ich ziehe jetzt einfach mal eine nach der anderen raus. Los geht's. Es geht direkt deep los. Die Frage ist hier nicht, was meine Lieblingsfarbe ist, sondern wie vertraut man auf Gott, vor allem, wenn man keine oder kein Zeichen sieht? Das ist eine tiefe Frage. Ich glaube, dazu könnte man einen ganzen Einzeltalk machen. Und der Frage werde ich jetzt nicht gerecht in der Kürze der Antwort. Aber ich glaube, Vertrauen ist eine Entscheidung. Und ich glaube, Gott liebt es, deinem Vertrauen zu begegnen. Also Gott freut sich, wenn du ihm vertraust, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Auch wenn es keinen guten Grund gibt. Auch wenn alles total anders scheint. Wenn du dich entscheidest in Zeiten, wo du es nicht siehst, nicht fühlst, nicht spürst, wo es eben, wie gesagt, keinen Sinn macht, dass du sagst, und ich glaube trotzdem und ich vertraue trotzdem und ich sage trotzdem, dass Gott gut ist und dass er es gut meint und ich verbringe trotzdem Zeit mit ihm und ich bete trotzdem und ich vertraue darauf, ich setze mein Leben darauf, ich setze alles, was ich habe, darauf. Und auch wenn die ganze Welt es nicht sieht und wenn die ganze Welt dich belächelt oder wenn dein Umfeld dir sagt, so hey, es gibt gar keinen Grund, schau dich um, so es gibt keinen Grund mehr, diesem Gott zu vertrauen, wenn du dich entscheidest, es trotzdem zu tun, dann davon bin ich tief überzeugt, sieht Gott dein Herz und er liebt es und er ehrt es und er wird es segnen und Vertrauen zahlt sich aus. Manchmal kostet es Zeit, manchmal kostet es dich viel von dir selbst, aber es lohnt sich, da bin ich mir sicher. Und davon kann ich dir auch in meinem Leben erzählen. Und wenn du das mal machst, dann wirst auch du zu einer Person, die anderen, die irgendwann mal diese Frage stellen, die anderen, die in Situationen sind, in denen sie sagen, boah, ich weiß nicht, wie ich hier noch vertrauen soll, sagen kann, hey, ich habe es in meinem Leben gemacht und ich habe Gott erlebt. Ich habe erlebt, dass er seine Versprechen immer hält, dass er mich nicht enttäuscht, dass er nie zu spät kommt, immer rechtzeitig und dass er gut ist. Und das ist etwas, was man wirklich nur erleben kann in Momenten, wo man Vertrauen wieder der Sinn, Vertrauen wieder der Logik braucht und sich dazu entscheidet und dann erlebt, wer Gott ist, wie er ist und dass er immer für dich ist und wie gesagt, nie zu spät kommt. Also ich ermutige dich einfach, vertrau, auch wenn es keinen Sinn ergibt, er wird sich zeigen und er liebt es dir zu begegnen und er liebt deine Treue, dein Herz und dein Vertrauen. Auf jeden Fall eine Frage, die das Potenzial hat, einen ganzen Abend zu füllen. Und ich hoffe, ich konnte es ein bisschen beantworten. So, nächstes. Welche Serie schaust du gerade? Okay, von A nach Z. Tatsächlich schaue ich gar keine Serien, keine Filme eigentlich. Ich besitze keinen Account auf irgendwelchen Streaming-Plattformen und auch keinen Fernseher. Also ich habe gestern noch darüber nachgedacht, dass es für uns selbstverständlich ist, dass auf Hotelzimmern ein Fernseher ist. Also ein Fernseher im Hotelzimmer gehört zur Ausstattung wie ein Bett. Ne? Und eigentlich im Hotelzimmer will man ja schlafen, aber man braucht eine Übernachtungsmöglichkeit und nicht einen Ort zum Fernseher schauen. Aber irgendwie ist es trotzdem so selbstverständlich, weil eben sehr, sehr viele Menschen regulär oder alltäglich TV konsumieren und das mache ich gar nicht. Deswegen schaue ich nichts und der Grund dafür ist, dass es mir so meine Zeit nicht wert ist, weil es mir eigentlich auch keinen Spaß macht, weil ich daran nicht besonders interessiert bin oder so und weil ich es auch gar nicht als Verlust empfinde, das nicht zu machen oder zu haben oder wie auch immer. Also ich war noch nie da und habe gedacht, Mensch, wenn ich jetzt eine Serie schauen könnte, wäre es irgendwie cool. Deswegen, welche Serie schaue ich gerade? Gar keine. Spannend. Weiter geht's. Darf man Gott um alles bitten, was man will? Das ist ja fast eine philosophische Frage.
die man auch wieder ganz vielschichtig beleuchten kann. In der Bibel steht ja, klopft an, euch wird aufgemacht, sucht, ihr werdet finden, bittet und euch wird gegeben. Ne? Und man kann sagen, okay, bitte einfach um alles Mögliche. So, es gibt ja keine Grenzen dazu. Und trotzdem gibt es eben Grenzen, weil ob man jetzt, also man kann es in einem leichten Beispiel machen, irgendwie zum Beispiel, wenn jetzt zwei Teams gegeneinander spielen und stellen wir uns vor, in beiden Teams sind Christen, dann bittet der Spieler aus Team A, hey Gott, bitte lass unser Team gewinnen. Damit sagt er ja auch gleichzeitig, lass das andere verlieren. Und der Gegenspieler aus dem anderen Team, der macht ja genau das Gleiche. Und klar dürfen beide das machen, aber man bittet ja nicht nur für den eigenen Sieg, sondern gleichzeitig eben auch für eine Niederlage des anderen sozusagen. Und in dieser Situation ist es vielleicht was Spielerisches, aber manchmal sind ja eigene Vorteile auch auf Kosten anderer. Und ich glaube, da gibt es schon eine Grenze dessen, worum man bitten sollte. Und diese Grenze liegt beim Charakter Gottes. Also Gott ist gut, Gott ist liebevoll, Gott ist für den Menschen. Und das eben im großen Sinn für alle und nicht nur für dich. Deswegen denke ich, es gibt Grenzen. Und es ist fast eine philosophische Frage. Aber ich glaube, du solltest dich nie zurückhalten, dein Herz mit Gott zu teilen. Weißt du, was ich meine? Also, ich will ja jetzt hier niemandem sagen, so, wenn es richtig böse ist, dann behalte es für dich. So, Gott kennt ja sowieso dein Herz. Aber ich glaube, es sollte nichts geben, wo du sagst, so, oh, ich glaube, diese Bitte ist zu klein. Die ist zu gering für Gott. Es ist fast peinlich, damit zu kommen oder so. Oder ganz andersrum, das ist zu groß, das ist zu abgespaced. Da traue ich mich kaum, das auszusprechen. Wenn dich einer kennt, dann Gott. Und wenn du einem alles sagen kannst, dann Gott. Und deswegen würde ich dich ermutigen, go for it. Okay, weiter geht's. Was würdest du machen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Oh, solche Fragen finde ich ganz, ganz schwierig. Das ist so Fragen wie, was ist das Schönste oder was ist das Lustigste oder keine Ahnung, was dir jemals passiert ist. Das ist viel zu ultimativ. Wenn ich einen Wunsch frei hätte. Ich glaube, so zu Lebzeiten würde ich schon wünschen, mal wirklich so ein 101-Gespräch, eine 101-Begegnung mit Jesus zu haben. Also klar sagen wir, das ist jetzt möglich, du kannst jetzt im Lobpreis Gott begegnen, seine Gegenwart spüren, seine Stimme hören. Aber wenn ich es mir so aussuchen könnte, würde ich mich richtig gerne mit Jesus hinsetzen und einen Tee trinken und wirklich von ihm lernen, wirklich zuhören, ihn wirklich sehen und berühren und erleben. Und ich glaube, dass, ich sage immer so, eine Begegnung mit dem Vaterherz Gottes kann alles verändern. Und davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und dennoch, oder auch in diesem Rahmen, ist eine Begegnung mit dem Vaterherz Gottes eben anders, als es damals war, als Jesus zum Beispiel noch gelebt hat. Und das stelle ich mir schon, das stelle ich mir komplett lebensprägend vor, diesem Jesus mal wirklich zu begegnen. Und ich freue mich sehr darauf im Himmel. Aber wenn es jetzt möglich wäre, würde ich es gerne erleben, ja. Next. Hoffe, du hast langsam deine Herausforderungen überstanden? Fragezeichen. Naja, ich glaube, das mit den Herausforderungen geht immer weiter und es kommt ja immer was Neues und man wächst weiter über sich hinaus, wenn man denn möchte und sich der Challenge stellt. Ich glaube, ich habe gerade ganz schön viel überwunden, mit vielem so gekämpft und auch einiges so besiegt oder geschafft, so richtig sorgenfrei oder challenge-los ist es ja selten, deswegen ja und nein. Ich habe jetzt echt schon ganz schön lang geredet und es sind immer noch einige Fragen übrig und ich glaube, das klären wir doch am besten in einem zweiten Video. Es hat mir bis hierhin sehr viel Freude bereitet, ich hoffe dir auch und vielleicht konnte ich ja deine Frage auch beantworten. Mach auf jeden Fall weiter damit, deine Fragen, deine Wünsche, deine Anregungen, Kommentare unter den Videos dazulassen. Das hilft uns ja im Austausch miteinander zu bleiben. Schön, dass du dabei warst und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!